Dann starten wir heute einmal mit dem Review zum Pitman HPA Drop-In Kit bzw. Gearbox. Wir haben das Ganze von Pitman zur Verfügung gestellt gekriegt, als Prototyp, wie ihr hier seht. Ja, ich gebe mal dann kurz weiter an den Hannes. Er wird euch das Werk kurz vorstellen und euch erklären, wie was wo und ja, wie es aufgebaut ist. Cool, danke. Hannes, bitte. Hallo, das erste Mal. Ich zeige euch, wie wir das geliefert bekommen haben. Das ist im Prinzip eine Pitman Recon und hier drinnen ist der neue HPA Drop-In Kit verbaut, den es zum Prototyp-Status, ja, und er wird vermutlich in einem anderen Modell verbaut werden, ja, beziehungsweise separat erhältlich, also das ist noch nicht ganz geklärt. Man wird das Ganze noch sehen, wie es kommt. Jetzt zum Testen der Prototyp in der Pitman Recon. Wie kommt sie? Standard M4-Variante mit M-Lock-Frame dazu. Das ist jetzt mal Standard Upper und Lower Receiver. Das passen wir alle Airsoft-Magazine rein. Ja, kein Thema, kein Problem. Verstellbare Schulterstütze. Ja, Standardgriff kann man auch auswechseln auf alle üblichen M4-Griffmodelle. Ja, Rails sind dabei drauf, wie es eigentlich standardmäßig in der Recon verbaut ist. Ja. Also wir haben hier wirklich den Prototypen spärlich bekommen, ja, ohne viel Zubehör, einfach einmal zum Testen, was kann die Gearbox, ja, wie präzise ist sie, wie viel Luftverbrauch ist das, und das haben wir einfach die letzten Wochen eigentlich, durchprobiert und ja. Erzähl, wie wir getestet haben. Die meiste Zeit hast du sie ja in der Hand gehabt. Ja, genau. Also wir waren natürlich mit den Dingen auf der Shooting Range und zum Schauen, wie gut ist die Lufteffizienz, wie schaut das Schussbild aus und so weiter, sind die ganzen Sachen durchgekommen. Waren damit natürlich auch dann beim Airsoft Game bei uns am Platz. Hannes wie ich haben beide damit gespielt. Wir gehen auf den Punkt später noch genauer ein. Aber so viel vorweg gesagt, spült sich wirklich gut. War echt lustig mit den Dingen zu spielen. Das erste Mal, dass er HPA genutzt hat, das System. Aber hat richtig Spaß gemacht, war ein cooles Ding. Wir haben es auch in Josef mal in die Hand gedruckt. Ja, genau, technisch der am visiertesten ist. Ja. Der jetzt mal komplett auseinander gebaut hat, das mit anderen Modellen, die es am Markt gibt, verglichen, ja, hat es da ein bisschen auch uns Input gegeben, was kann das, was ist gut, ja, was ist vielleicht ein bisschen zum Nachbauen. Also wir haben die, glaube ich, zwei Wochen lang. Genau, Josef hat dann noch einmal getestet, weil, wie gesagt, out of the box schießt sie wirklich gut, hat ein gutes Schussbild etc. Aber natürlich ergänzt es, ja, es gibt immer für alles Tuning-Teile und man kann natürlich immer noch ein Eckerl irgendwo rauskitzeln und probieren. Haben wir gemacht. Ja, war cool. Das Schussbild hat sich noch einmal um ein Eckerl verbessert, je nachdem, was mit einer Fanatik ist, weil das Gewicht, Hopper-Gummi, Tuninglauf etc. Ja, gibt es natürlich Möglichkeiten, da noch ein bisschen noch zu feilen. Aber wie gesagt, prinzipiell nicht notwendig. Wenn ihr das Ding kriegt, geht davon aus, das ist halt auch, wie gesagt, Prototyp, ja, in dem finalen Produkt. Sage jeder davon aus, dass es genau dasselbe ist und wirklich gut zum Schießen ist, top funktioniert, also out of the box verwendbar und damit direkt aus Feld und ihr habt seinen Spaß damit. Ja. Wirklich, wirklich cooles Produkt. Schauen wir uns mal genauer an. Alles wird euch das kurz zerlegen, das Ding, ja, und ich gebe euch dann noch einen genauen Look drauf. Ja, also den einen Pin haben wir schon entfernt, einfachheitshalber. Nehmen wir den zweiten dazu raus. So. Dann können wir das Ganze mal auseinanderziehen. Ja. Hier sehen wir im Prinzip das Kernstück jetzt. Eben das ist die HPA Gearbox dazu. Was, sage ich jetzt mal, mit dem ganzen Pressluft- und HPA-Know-how, was Pitman über die Jahrzehnte mittlerweile, kann man schon sagen, hat, im Paintball-Wissen, ja, im Druckluftbereich, hier hineingebaut hat. Hier vorne haben wir die Nozzle drinnen.
werden wir dann kurz einmal drauf eingehen dazu. Ist etwas wackelig, ja, sollte, ist aber beim Betrieb selber kein Problem. Ja, wir sehen das dann unten einmal kurz eingeblendet dazu. Hier kommt der Luftanschluss drauf. Haben wir jetzt hier zum Darstellen den Standardanschluss. So, wird hier reingebaut. Ist bei unseren Testungen ein kleines Thema gewesen, ja, weil er hier wirklich direkt hinter der Hand liegt. Es ist spielbar, es ist kein Problem. Wir haben dann einfach hier einen 90 Grad, ja, oder einen komplett 45 Grad Anschluss angebaut und das war perfekt. Ja. So ist es, wie wir den Prototypen bekommen haben. Hier 45 Grad Winkel, dann steht der Luftanschluss so weg. Das ist perfekt fürs Spielen. Die Gearbox selber ist so verbaut, dass in dem Stock hinten ein Zwischenspeicher ist, ein Zwischenluftspeicher, der bei hohen Feuerraten garantiert, dass es zu keinem Druckabfall kommt. Das heißt, selbst wenn man mit einem Drum-Magazin dran spielt, mit 200, 300 Schuss drinnen, könnte man in einer Tour durchschießen, ohne dass es zu einem Druckabfall kommt. Ja, also das ist im Prinzip ein eingebauter Zwischenspeicher, sodass es nie zu Lieferengpässen kommen kann. Was ist sonst zu der Gearbox selber zu sagen? Ich persönlich, mein Favorit ist der Trigger, der standardmäßig verbaut ist. Ja, er schaut nicht nur cool aus, sondern es ist auch vom Schussgefühl, ja, wenn du Semi-Feuer machst, ja, es ist echt ein geiles Schussgefühl, du hast einen leichten Gegendruck, ja, also es wackelt nichts, es scheppert nichts, ja, es ist wirklich ein sehr cooler Abzug, optisch, ich mag die geraden Abzüge, ja, der sticht die Gun unter Hunderten heraus, finde ich perfekt. Ja, ansonsten ist jetzt auf die Schnelle nichts genaueres mehr dazu zu sagen, ja. 3 hours later. Wir wollen uns jetzt noch kurz mit Hannes eigentlich noch erzählen, wie es war, generell das Spielfeeling, wir haben jetzt sehr kurz angesprochen, vom Trigger her und so weiter und vom Schussspiel. Haben wir alles getroffen, was wir treffen wollten. Ja. Ich muss dazu sagen, wenn ich es nicht getroffen habe, war ich eigentlich selber schuld. Das ist dann meinem nicht vorhandenen Talent geschuldet. Hannes, bei dir, wie hast du, wie war deine Erfahrung mit dem? Mit der Tippen am Feld. Also, ich bin ja raus aufs Feld gekommen. Du hast schon ein Spiel mit der gespielt gehabt, hast das mir direkt in die Hand gedrückt und ich habe es einfach so übernommen einmal, ja, ohne viel mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Einfach nur ein Magazin rein, ja, entsichern und los. Und es ist losgegangen. Ja. Also, ich muss wirklich sagen, es ist ganz, ganz, ganz einfach. Ja. Egal, ob du jetzt Einsteiger bist oder schon fortgeschrittener, du nimmst das Ding in die Hand und es geht los. Ja, es geht los. Das ist das, was mir gefallen hat. Du hast es im Prinzip, du nimmst das Werkzeug aus der Box, ja, ich sage jetzt Luft füllen, Schlauch dran, Magazin rein und geht schon. Ja. Ja. Sonst von der Genauigkeit, wir haben mit Standardlauf geschossen, das war gut. Ja, genau. Weil wir natürlich ein bisschen was an Equipment haben, haben wir gesagt, okay. Schauen wir mal, was Josef macht, ja. Rauskosten, rauskitzeln aus dem Ding. Ja. Hat dann einen Tuninglauf noch dazu hineingegeben. Haben wir es nicht einschießen müssen, war dann ein bisschen ein Becherer schon. Ja. Und von da an kann ich nur sagen, also im Spiel ein Traum. Ja. Also es waren Spielsituationen da über 50 Meter, ich weiß noch, in den Häusern, wo die Gegner waren, 50 Meter angelegt, zack, 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 und aus dem Fenster eine Gegner nach dem anderen. Das war gut, ja. Das ist, ich glaube, es waren 32er? Ich glaube, es waren 32er haben wir gespielt. Ja, mit 32er Divis, also ohne Probleme alle 32er zu verwenden. Ja, also das Schussbild war mit dem mit ein bisschen schwereren Kugeln wirklich gut. Da bist du wieder auf Distanz. Ja, ich habe da eine Situation gehabt, wo wir rausgestürmt sind und da sind, weiß ich nicht, von links von der Seite 5, 6 Leute gekommen, die wollten gerade stürmen. Ich war hinter am ballistischen Schild drin und wir waren 2 Leute vorne und haben die kompletten 5 Leute draufgehalten. Die kannst schön zielen, zack, und die Kugel geht dort hin, wo du sie haben willst. Da muss ja. ein
ein Video. Machen wir das sowieso so als Video, ja. Das bringt ja gleich kurz ein, genau. Unterwegs. Lufteffizienz war Atmung. Ja, also ich muss sagen, da haben wir einmal gefüllt und das war's. Das war's dann mehr oder weniger. Ich kann mich daran erinnern, du hast dann einmal gefüllt. Ja. Wir haben, wir haben mit zwei Füllungen den ganzen Tag gespült, sofort. Ja. Also das war wirklich gut. Ja, also da haben sie wirklich tolle Arbeit geleistet. Ja. Ja. Und wenn viele Gegner kommen, genau. Rate of Fire. Das ist, also ich muss ehrlich sagen, das war für uns der coolste Part. Ja. Wir haben wir haben uns sehr amüsiert. Ja. Also, die Rate of Fire, ja, die ist ein Wahnsinn. Ja, was haben wir noch gemessen? Circa 40er Waffen war das. Ja, 40er Rate of Fire. 40 Schuss in der Sekunde sind möglich. Wir haben uns zum Spaß damit gehabt. Genau. Für viele Spiele, ja, vor allem in Österreich oder bei uns im Airsoft Park dazu, ist es so, dass generell viel semi gespielt wird. Ja, dass der Vollautomodus gar nicht so oft gespielt wird. Ja. Und wenn Vollautomodus gespielt wird, sind 40 Schuss in der Sekunde zu viel, zu hoch. Ja. Da haben wir auch schon Rücksprache gehalten mit Dittmann und werden in den nächsten Wochen da eine Gearbox, ja, Version 2, Prototyp sozusagen. Die Frage, ob es dann jetzt wirklich out of the box runterdrehen oder ob es dann einstellbar wird. Ja, also schauen wir mal, was da kommt. Ja. Ja, Spaßfaktor 150%. Absolut. Genau, ja. das macht natürlich richtig Spaß mit dem Ding auf Vollauto. Ja, also das ist Thomas Lepp. Wir haben, ich glaube, jetzt alles. Was haben wir noch mit dem armen Werkler gemacht? Was haben wir noch mit der gemacht? Ja. Auf der Shooting Range. Ja. Dem Josef die Hand gedrückt. Ja. Der hat über den Polo geschossen, ja, der hat ein bisschen mal verglichen, gibt es Schwankungen in der FPS, ja, war jetzt nichts grob Auffälliges, ja, es hat alles gepasst. Von der Genauigkeit her, unser Shooting Range ist auf die ersten Ziele. Sind das 25 Meter? 20 Meter, genau, auf die 20 ersten Ziele. Das hintere ist 45. Also, da können wir sagen, auf beide Entfernungen haben wir das getroffen, was wir wollten. Ja. Ja. Ohne Rumschrauben, ohne irgendwas. Wir haben wirklich eigentlich nur Lauf und Hopper. Ja. Und dann haben wir durchgetestet, das ist egal, wie du es in die Hand gedrückt hast. Wir haben so Spielern einfach am Platz direkt in die Hand gedrückt. Ja, ich bin begeistert davon. Ja. Das ist sofort von der Präzision her echt der Hammer gewesen. Ja. Also ich denke, man muss bei vielen anderen Gewehren sehr, sehr viel Geld hineinstecken, um so eine Genauigkeit zu kriegen. Das ist oft so, dass man wirklich einiges in die Hand nehmen muss. Ja. Ja. Wir haben jetzt auch dann noch erfahren, dass jetzt dann wahrscheinlich bald die ersten Serien von dieser Gearbox geben wird. Die wird wahrscheinlich in der Modellreihe unterhalb von der Recon, das ist die Kommandolinie, die verbaut sein. Okay. Wird es jetzt einmal, glaube ich, in Europa geben, sozusagen die ersten Stück. Vorteil von der Kommandolinie, sie ist günstiger. Ja. Du hast eine vollwertige Gearbox, die du, wenn dir die Kommando nicht raus, nimmst du die Gearbox raus und brauchst irgendwo anders rein. Ja, es ist kompatibel auf die meisten Systeme und du hast günstig einen HPA-Einstiegsmarkierer, wo du eigentlich immer die Schale rundherum irgendwann wechseln kannst. Ja, das System bleibt dasselbe, das kannst du nicht alles reinsetzen, was unsystemmäßig dann kommt und passt. Ja, da gibt es schon wirklich gute Arbeit leisten. Ja, wir haben es soweit gemacht. Alle Punkte durch. Wir haben jetzt das ganze System jetzt vorgestellt. Ihr wisst, wie es sich spielt, was unsere Erfahrungen sind, wie wir dazu stehen, und das ist wirklich top. Ja, da muss ich nochmal wieder auch Danke sagen an Tippmann. Wirklich cool von euch, dass ihr da an uns herangetreten seid, uns das Ding zur Verfügung stellt, testenlos zerlegen, unsere ehrliche Meinung dazu hören wollt und natürlich auch darauf reagiert. Ja, das ist halt super für den Hersteller. Weil
genau so soll es sein und so kann man wirklich gute Produkte releasen, die für die Spieler und alles einfach passen und toll sind, ja, wo jeder frei damit hat. Ja, dann war es das für heute, Hannes. Wir haben uns. Wir packen zusammen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Review. Wenn dem so ist, lasst uns ein Like da, subscribe zum Channel und ja, in Zukunft. Ich genau, sehen wir uns. Bis bald und tschüss. Ja, so. Schauen wir mal.